Willkommen zurück zu Forza 4 und ich habe Motor verhalten. 4, ich habe tatsächlich mal ein bisschen gegoogelt. Forza Horizon 4 mehr Geld oder Geld verdienen und sowas. Also wirklich war jetzt nichts bei, außer dass man Autos nehmen soll, die mit diesen Fähigkeiten Points zuklatschen soll und gut ist. Und ja, mehr gab es da jetzt auch nicht an Infos. Dadurch kriegt man halt die Fähigkeitspunkte und viele Wheelspins, wo man halt Geld verdienen kann. Und es gibt wohl auch einige Autos, da kann man direkt sofort Bonis erhalten. Wie zum Beispiel hier nicht. Gibt es hier überhaupt irgendwas Interessantes? Nee. Geldtechnisch gibt es hier definitiv nichts. Lohnt sich also nicht mit dem Auto irgendwas zu veranstalten. Als Beispiel jetzt. Oh, Straßenszene, da bin ich ja gar nicht auf Level 10, sehe ich gerade. Oh. Was ist denn das? Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt mal gucken, dass ich irgendwie ein Auto kriege, wo es irgendwie einen Geldbonus gibt. Das können wir ja. Ja, wir können ja einfach in eines dieser Häuser gehen hier. Einfach mal gucken. Vielleicht der Subaru, wobei der Subaru nicht. Ich glaube, das sind dann diese besonderen Autos, die sowas haben. Diese vorzeitischen Autos, ich weiß es nicht. Das können wir uns jetzt mal angucken. Corfdale Farm. Wohne ich hier Lava? Fuhrpark. So. Wo ist denn die? Den können wir uns eigentlich auch mal angucken. Wo ist denn mein Subaru? Wahrscheinlich unter S, ne? Ist er doch. Den könnte ich mir auch mal angucken. Wir gucken mal. Einsteigen. Gut, dass das Einsteigen auch nie so lange dauert. Und jetzt, ach, muss ich hier wieder raus? Boah, ich muss dann immer erst wieder raus und dann ins Startmenü. Das ist ja total ätzend. Dann kann ich nämlich irgendwo hier auf Autos. Genau. Hier gibt es in zwei Fällen, wow, 30.000. Oh Mann. Hier ist aber alles nur Einfluss. Das ist nichts. Nee. Ist leider nichts Interessantes. Da muss man echt jedes Auto durchgucken. Sehr schade. Meine Autos. Ah, ich kann die auch liefern lassen. Stimmt, ich muss ja gar nicht dafür ins Dingens. Nee. Aber der wird auch nichts Interessantes haben. Davon gehe ich mal stark aus. Nee. Nee. Dann gucken wir mal nach Forza-Editionsautos. Wie sieht man die jetzt am besten? Zum Beispiel hier Forza Edition. Das war keine Dirt Car jetzt, aber da können wir einfach mal gucken, ob da irgendwie sich die Punkte verändern, ob es da mehr besondere Sachen gibt. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Auto das war, wo wir den Fähigkeitsbonus auf 7 hochgeknallt haben. Naja. Sind gar nicht so interessante Sachen dabei, ne? Das ist alles nur Multiplikator. Welche Karre war das? War das die vom... Das war der Mustang, ne? Den habe ich doch hochgeknallt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Scheiße. Welche war das jetzt nochmal? Ah, na gut, hier habe ich aber nur mal... Guck mal, nutze ein, erhalte einen Wheelspin zur sofortigen Nutzung. Geht das nur einmal oder geht das öfter? Ich probiere das mal aus. Es geht nur einmal.
Na komm, drehen wir jetzt noch viermal. Meine Güte, vielleicht habe ich ja einmal Glück und da kommen jetzt ein paar Millionen zusammen. Ja, ist klar. Ein mäßig interessantes Auto und der Rest Kleidungsstücke und Huben. Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Aua, das war ein bisschen fest gerade. Aua. Was ist da? Ruhig bleiben. Es fällt mir schwer bei sowas Dämlichem, Behindertem. Wo ist mein Auto? Hatte ich hier den 7er Bonus? Warum weiß ich das denn nicht mehr? Ich sollte mir sowas aufschreiben bei 3 Milliarden Autos, die ich habe. Ich habe eigentlich nur 88. Ne, jetzt habe ich 89. War das hier? Ah, hier, da, guck mal, da habe ich, da, hier habe ich diesen Bonus, guck mal. Sehr gut. Aber ansonsten, der Multiplikator habe ich hier nicht mit erhöht. Guck mal, hier gibt es einen Wheelspin für einen Punkt. Ich glaube da an eh nichts mehr, das ist alles... Oh, ein Volkswagen. Jawoll. 89 Autos. Nee, 90 Autos. Ich weiß auch nicht. Tja, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde diese 30 Millionen niemals zusammenkriegen, dass ich mir jedes Haus kaufen kann hier in diesem Spiel. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Guck mal, da hinten ist doch noch was. Ein schönes Rennen. Da ist sogar noch... Ist das eine Straße? Nee, das ist, ach, das ist die Bahn, das Bahngekröse. Ich glaube, ich fahre da hin und mache da mal einen kurzen Abstecher. Zu dem wunderschönen, dieser Straße hier noch ist, weil die habe ich auch noch nicht erkundet. Weiß Bescheid. Da vorne die. Da fahren wir mal hoch. Zu weit, nicht so weit. Vielleicht entdecken wir noch was Interessantes hier auf dem Weg. Okay, hier kannst du nicht driften mit der Karre. Kannst du vergessen. Oh! 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 Guck mal! Glenfinnan-Viadukt. Was für ein Viadukt? Hier ist kein Viadukt. Ach, da unten das. Ach, da, wo die Bahn drüber tuckert. Das habe ich in einem Film gesehen. In einer Menge Filme. Kann mich an nicht viel erinnern, aber...
Der mit dem fliegenden Auto hat mir gefallen. Wow, was für eine Beschreibung eines Films. Der mit dem fliegenden Auto, da gibt es ja nur 3 Millionen von. Das letzte Spiel unseres offiziellen Fußballturniers der Festival Radios mit 2 DJs pro Mannschaft. Ach, Fußball interessiert doch keinen. Aber keine Sorge, sobald der Winter wieder aufklappt, sich euer Scotty Tyler. Ich habe nur noch eine Aussichtsplattform nicht entdeckt. Interessant, ja gut, ich habe auch einige Straßen noch nicht entdeckt. Das kommt ja noch dazu. Wand. Fahren auf 2 Rädern? Na, da wüsste ich aber was von. Uiuiui. Das ist nicht gut, das ist geplant. War alles geplant. Uiuiui. War geplant. Da hinten ist auch noch irgendwas. Boah, offensichtlicher geht's ja nicht mehr. Meins. Die Straße gehört sicherlich auch mir. Oh, da ist noch ein Fast-Travel-Schild. Warum habe ich denn das noch nicht gesehen? Wie komme ich jetzt da? Ich muss da rein. Und das ist mit Sicherheit auf der Schiene. Wie komme ich auf die Schiene? Hä? Wie komme ich auf die Schiene? Doch verarsche. Das ist jetzt merkwürdig. Okay, mit Anlauf geht's jetzt auch nicht. Ich muss ja eigentlich nur auf die andere Seite da kommen, ne? Aber wie ist die Frage? Verdammt nochmal, wie? Oh. Oh. Da ging's runter. Ist hier Kartenende oder was? Oder wie? Tatsächlich. Ich muss dann von hier. Nee, ich muss dann. Kümmere ich mich später drum. Kümmere ich mich später. Oh, hatte ich die Straße auch noch nicht. Dann wollen wir mal. Geld verdienen und so, weißt du Bescheid. Ich brauche Geld. Wobei, ich könnte mir das 5-Millionen-Haus kaufen. Gab's das überhaupt? Doch. Ich meine, 5-Millionen-Haus gab es auch irgendwo. Eine Villa. Schloss muss man ja schon fast sagen. 5 Millionen ist ja kein kleines Häuschen mehr.
Oder kommt zu spitz. Ah, passt schon irgendwie. Ach, wir fahren jetzt hier den Berg hoch. Na geil, ich liebe ja Appel nicht. Downhill ist cool. So, das Nummernschild fahre ich erstmal ab, aus Prinzip. Aber hier sind relativ viele Kurven dabei, wo ich die KI relativ einfach eigentlich schnappen müsste. Okay, so wie ich die Kurven anfahre, ist alles andere als legal, aber naja. Oh, jetzt ist Downhill angesagt. Jetzt ist Downhill angesagt. Jawohl. Boah, schön. Oh, hi. So, noch einmal im Drift hier rum. Naja. War jetzt nicht ganz so elegant, wie ich mir das vorgestellt hatte. Bleibt mal hinter mir. Ich will halt den gewinnen. So, geht doch. Da hatte ich den Ram. Die Ram hatte ich die aufgetuned mit diesem siebenfachen Multi. Ich weiß es nicht mehr. Kurz vor 85, ne 84, Entschuldigung. Tja. Da, 5 Millionen. 5 Millionen? 20 Millionen? 30 Millionen? ...31,5 Millionen. Why not? Haben wir ja. Ist ja gar kein Problem. Guck mal, hier ist auch eine richtig lange Straße, die wir nicht entdeckt haben. Vielleicht ist da noch irgendwas Interessantes. Da ist ein Haus. Wo sind wir denn? Ach, wir sind ja auch ein um die Ecke. Also, wir fahren jetzt rechts. Dann am Ende links. Spitzkehre rechts, doppel links. Rechts, links, rechts, doppel links. Krieg ich hin. Ohne Navigationsgerät. Hoffe ich. Das war ein Seitenstreifer. Jawoll, ja! Was habe ich gesagt? Am Ende links, ne? Ah, genau da hinten. Ah, da sehe ich es ja schon. Ah!
Spitzkehr rechts, da war ja was. Tolle Driftfähigkeiten, ne? Ich bin Held. Das soll so übrigens. So, hier. Bin mal gespannt, ob wir irgendwas entdecken. Das ist auch eine Blitzerzone, da werde ich mit dem Auto nicht viel erreichen können. Oh! Da ist er! Der Aussichtspunkt, der letzte. Naja, nicht zum Kaufen, ne? Schade. Da ist was. Jawohl, ein Schild. Ich werd verrückt. Ich habe einen Stein um Dach. Jetzt nicht mehr. Okay, wirklich was Interessantes war jetzt hier nicht. Außer dieser eine Punkt. Ah, da fahren wir noch eben hin. Kann man hier abkürzen? Oh, ich glaube, so gerade eben. Ah, bei dem Haus, da ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Oder auch nicht. So, der Wendt. Was stand da? Winter? Nee. Walt? Nee. Walt. Was stand denn da? Irgendwann mit W, meine ich. Wunderschönes Fleckchen. Einer meiner Lieblingsorte. Die große Tour. Ich habe schon so oft am Ufer gezeltet, dass mich selbst die Frische satt habe. Alle Aussichtspunkte. Jawohl. Ach, der Wendt Water. Ja, ich dachte, irgendwann mit W war das auf jeden Fall. Ich wusste nicht mehr genau, was. Ja, dann haben wir die Straße auch erkundet. Kein Haus. Hm. Schade, schade. Ich habe bezweifelt langsam, dass es doch noch eins gibt. Naja. Hm, ich habe mir gerade überlegt, nächste Folge machen wir erstmal hier diese Autovermietung weiter. Vielleicht gibt es ja richtig Kohle täglich, wenn man da auf dem höchsten Level ist. Schauen wir einfach mal. Bis zum nächsten Mal in Edinburgh. Tschüss.